Heute ist wieder einer dieser Tage, an dem essentielle, wichtige Fragen geklärt werden. Heute und hier im Ring mit einer fantastischen Besetzung. Alles mögliche Fights. Es wird großartig. Alles mögliche Fights. In dieser Folge treffen aufeinander Nils Bormhoff, Florentin Will und Katja Nagels. Let's get ready to rumble. Yeah! Willkommen zu einer neuen fantastischen Folge Alles Mögliche Fights. Ich begrüße natürlich im Stadion meine ganz fantastischen, aber trotzdem minderwertigen und fast keine Chance sehenden Kontrahenten. Heute zugeschaltet aus der Zukunft, aus dem Internet. Heute dabei Katjana Gerz. Hallo. Hallo. Toll. Guten Tag. Schön. Ich freue mich hier zu sein. Natürlich, ich vertrete heute Abend Berlin und speziell mein Zimmer. Schönen Gruß aus meinem Zimmer. Ja, hallo Katjana, und natürlich vielen Dank, dass du es geschafft hast. Nils Bormhoff ist heute auch bei uns. Ich trete heute Berlin und zeig mich beeindruckt, weil endgültig geklärt ist, wie mein Name richtig ausgesprochen wird, weil die KI, die gerade meinen Namen vorgelesen hat, die hat nämlich Bormhoff gesagt und hat es damit richtig ausgesprochen. Statt Bormhoff, oder was? Was wird sonst irgendwas? Was sagen Sie, Herr Burns? Sie rufen Boom. Nee, ich habe den Gag, also du weißt was, egal, du hast es verstanden. Was ich sagen wollte ist, viele Leute sagen ja Bormhoff. Nee. Oder Bormhoff. Nee. Oder so, aber die KI hat's richtig. Nee. Habe ich dir schon mal die Geschichte erzählt, dass du in meinem Abiturbuch drin stehst, weil du durften alle Mitschüler durften Texte übereinschreiben und jemand hat über meinen Text geschrieben und da ich sehr großer Fan von Late Nights war damals, hat einer geschrieben, ja, will so sein wie Nils Bormhoff. Bormhoff. Und das steht heute immer noch in meinem Abibuch steht, will so sein wie Nils Bormhoff. Eines Tages werde ich ihn kennenlernen. Es ist es gibt ihn auch. Ja. Nils, melde dich. Will so sein wie du. Ja, ja, das ist tatsächlich verfolgt mich das. Also, was willst du machen? Ja. Wir haben fantastische Fragen vorbereitet. Katjana, bist du bereit? Hast du dich aufgewärmt? Wie sieht die Vorbereitung aus? Sehr gut, ich habe mich aufgewärmt, indem ich immer verzögert spreche. Sehr gut. Ich würde sagen, wir verlieren keine Kosten und Mühen. Jede Sendeminute kostet extrem viel Geld. Deswegen fangen wir direkt an mit Runde Nummer 1. Ja, wir alle kennen die Situation. Wir sind unterwegs und dann regt sich bei uns so ein kleines Gefühl. Man denkt sich, so ein kleines Hüngerchen kommt da um die Ecke. Was könnte diesen kleinen Hunger denn jetzt stillen? Und dann geht man natürlich dorthin, wo eigentlich alle Wünsche zufriedengestellt werden können. Klar, man geht schön in die Bäckerei. Wir haben schon mal uns gefragt, was ist das beste süße Teil beim Bäcker? Wir dachten, heute setzen wir die beiden Teile zusammen, kreieren das Bäckermonster, beschwören den Bäckerdämon und fragen uns heute, was ist das beste herzhafte Teil vom Bäcker. Oh. Was darf sein? Natürlich ein Clash of the Titans. Ein Konflikt, der an der Bäckertheke ausgetragen wird. Und ich bin sehr, sehr gespannt, welche Champions ihr heute ins Feld führt. Nils, du bist der Erste. Damit begrüße ich mich im Ring. Nils Bormhoff! Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich bin ein Freund internationaler Küche. Als Globetrotter nehme ich natürlich nicht irgendwas Kartoffeliges, sondern ich nehme ein türkisches Gericht, und zwar Börek. Und das ist aus Blätterteig und es ist in einer sehr schönen, handlichen Größe. Und es ist meistens gefüllt mit Leckereien, wie zum Beispiel Spinat und Feta oder Hack oder verschiedenem Gemüse. Es gibt verschiedenste herzhafte Füllungen. Und darum geht's ja heute. Es geht ja wirklich um Herzhaftigkeit. Und das Tolle an dem Börek ist, man kann das auch so schön dosieren. Oh, habe ich einen kleinen Hunger, nur einen kleinen Appetit, nehme ich mir einen Börek. Oh, was nehme ich, worauf habe ich Appetit? Nehme ich Spinat, nehme ich Hack, bin ich Vegetarier, bin ich Veganer, für jeden ist was dabei. Und die Dinger gibt es so ein kleines Stäbchen zum Beispiel, in unterschiedlichen Formen. Meistens sind das so kleine Blätterteigstangen halt mit Füllung. Und dann kann man meistens, je nachdem, die Füllung machen. Kann man sagen, ich nehme 2 oder 3. Und so, dass sie nicht langweilig werden. Das ist immer was Neues. Die sind super lecker. Es ist der perfekte Snack von der Größe. Man kann das mitnehmen. Man kann das später essen, man kann das wie bei Napoleon Dynamite sich auch so irgendwie so in die Tasche reinstecken und im Unterricht mal so raussnacken. Und das ist eine tolle Abwechslung, weil ganz, ganz viele Sachen so bei deutschen Bäckern sind richtig dröge und langweilig. Bin ich raus? Ja, mit diesem Satz bist du raus, offiziell. Nils. Dankeschön, ich weiß. Super Leute, represent. Okay, gut. Katjana, deine Antwort darauf. Was ist für dich das beste herzhafte Teil vom Bäcker? Ja, also ich bin was ganz wo in eine andere Richtung gegangen. Und zwar habe ich mir erstmal gedacht, was schmeckt denn lecker? Dann habe ich gedacht, was ist auch günstig? Was kriegt man überall? Und was repräsentiert irgendwie auch Deutschland, wo wir gerade wohnen, wo wir leben, was das ja wichtig ist? Und ich habe mich natürlich für die deutsche Brezel entschieden. Die ist einfach
das Leckerste, man bekommt es auch immer, wenn man in den Bäckerladen geht, es ist nie eine Mangel an Brezel vorhanden. Man gibt auch verschiedene Varianten, also du kannst auch eine Brezel mit Butter, eine Brezel mit Frischschnittlauch und Frischkäse. Und es hat so eine Art, so eine Spielspaß und eine gewisse Spannung, würde ich mal so fast schon sagen, ja, wenn man dieses Ding isst. Weil es ist an manchen Teilen, es ist der Lieblings, es ist so sanft und so richtig lecker, weißt du, so Dingens, ja. Dann gibt es auch knusprige Teile, du kannst die überall mitmachen, nicht wie das Börek, er ist nicht fettig. So, und ich mache jetzt mal was, das sprengt jetzt so ein bisschen mal den Rahmen, aber ich mache das, was Oprah immer mal wieder sagt und gerne macht. Ich sag mal nicht, schaut mal unter euren Sitzplätzen, sondern ich sag, schaut mal gegenüber bei der Bundesliga. Da hat sich mal was Kleines für euch versteckt. Was? Geht mal rüber. Du meinst beim Bundesliga-Set, ja? Wir gehen mal rüber. Ja. Geht mal rüber bei der Bundesliga. Durchtrieben, aber dennoch. Gott. Gut, du gute Sau, du. Oh, du. Du miese. Zwei andere Kleiner für uns tatsächlich bereitgelegt. Das gibt es nicht, Katjana. Okay, Mann, ich ziehe mein Angebot zurück, du hast gewonnen. Wow. Wunderschön, es riecht, es ist gut. Das ist ja ekelhaft, das ist ja gar keine Börek. Das ist ja nur eine Brezel. Das ist ja lediglich das zweit- bis drittbeste Gebäck. Warum denn nicht das allerbeste? Verdammt, gute Idee. Gute Idee. Ja, sehr schön, vielen Dank, Katjana. Ja. Ich werde natürlich nachlegen, denn ich habe absolut keine Angst vor euren beiden Kontrahenten, denn ich bin einen ähnlichen Weg gegangen wie Katjana. Ja, was ist was, was findet man bei jedem Bäcker, was ist immer gut dabei, was ist vor allem flexibel und handlich. Was kann man in einfacher Form essen, aber auch erweitert genießen. Und natürlich habe ich mich dazu entschieden, zu einem absoluten Klassiker, der an keiner Bäckereitheke fehlen kann, das Weltmeisterbrötchen. Als kurze Erklärung, falls ihr nicht wisst, das Weltmeisterbrötchen heißt Weltmeisterbrötchen, weil es das weltbeste Brötchen ist. Also es ist wirklich das Beste. Ich weiß nicht, was die Bäckereifachmänner da geschafft haben, denn sie haben eine perfekte Sinfonie, eine Fusion aller möglichen Körner gefunden. Da ist Sesam mit drin, da ist Mohn mit drin, es ist alles zusammengefasst. Es ist perfekt, man kann es als Brötchen essen nebenbei, man kann es aber natürlich auch aufschneiden und dann kann man eigentlich seiner Fantasie keine Grenzen mehr setzen. Es ist alles drin, es ist Träger für alles, ist natürlich auch süß, kann man natürlich auch da abbiegen. Es ist absolut fantastisch und das absolute Highlight am Weltmeisterbrötchen ist natürlich, man holt sich's in einer Tüte, man knabbert so auf, Stück für Stück kann man gut nebenbei essen, aber das Allerschönste am Weltmeisterbrötchen ist natürlich der Moment, bei dem wir alle gerne ungesehen werden. Ganz am Ende hast du nämlich in der Tüte nochmal so eine schöne halbe Handvoll Körner und du hast wirklich so, wie bei der Popcorn-Tüte, nochmal einmal schön den Göbler, ballerst du dir die Körner nochmal rein und es ist einfach ein traumhafter Genuss und ein perfekter Abschluss für dieses kleine Genussintermezzo. Deswegen das Weltmeisterbrötchen für mir. Mhm. Von mir natürlich die Goldmedaille, ist klar. Ja, für dich und dich alleine würde ich mal einfach so. Dem möchte ich ganz kurz ein empirisches Beispiel gegenüberstellen, denn Katjana, es wird dich vielleicht verwundern, aber ich hatte etwas Ähnliches vor, denn ich wollte nämlich auch ein Weltmeisterbrötchen mitbringen, aber dann war ich gerade beim Edeka drüben. Und die hatten kein Weltmeisterbrötchen mehr. Die waren alle ausverkauft. Brezel lagen da noch reihenweise rum. Von Börek haben die noch nie was gehört. Aber so Weltmeisterbrötchen ausverkauft. Von daher, es gibt gar keine mehr. Herr Florentin will, es gibt auch nur gewissermaßen drei Weltmeisterbrötchen, wenn man da hingeht. Es sind nur immer nur drei, weil es nur drei Leute gibt, die wahrscheinlich kaufen. Drei sehr glückliche, das stimmt nicht, das ist Bullshit, jetzt erfindest du Fakten. Aber guck mal, liebster Florentin, ein Brötchen, einfach nur, also man nimmt's wie es ist ein Brötchen. Du hast nichts draufgeschmiert, du hast so viel, das ist viel zu viel Brot, das ist genau das Geniale, du hast alle Vorteile. Du tust noch Butter drauf oder irgendwas, aber es ist einfach nur so zu knabbern, es ist Quatsch. Guck mal, du hast alle Vorteile eines Brötchens, die du gerade perfekt genannt hast. Ja, du hast die Möglichkeit, noch Belag nachzureichen, aber das Weltmeisterbrötchen bietet dir ja genug. Das ist wie wenn du sagst, eine Pizza ist ja nur ein Brötchen. Mal, so. Nein, ein Weltmeisterbrötchen in sich bietet schon alles, verschiedene Körner. Guck mal, ganz München, ganz Bayern steht für Brezel. Ganz wo Deutschland. Ist okay, ganz Europa. Stopp, jetzt muss ich kurz sagen. Steht für Bayern. Die Brezel, die gute deutsche Brezel. Bayern also steht für Brezel. Meisten werden sagen, wovon redest du? Ah ja, das mit den Karotten-Dinger drauf. Im Weltmeisterbrötchen sind keine Karotten drin. Es ist ein Sinfonie, drin. Ein Tango-Tanz von Körnern verschiedenster Art, aber Sinfonie, keine Karotten da dabei. Alles okay, beruhig dich. Also ich möchte auch mal was sagen. Erstmal, ja, und du mit deinem fettigen Boharak. Okay, also das war jetzt echt unter der Gürtellinie. Der Börek hat es geschafft, als
sag ich mal, Immigrant, sich in Deutschland, ja, er hat sich durchgesetzt in Deutschland. Deutschland ist das Land der Brötchenfresser. Weltmeisterbrötchen. Das paart zwei deutsche Sachen. Brötchen und Überheblichkeit. 1990. Die beiden Sachen, ja. Weltmeister, wir sind die Besten. Unser Brötchen ist das Beste. Du sagst selbst, es ist ein Träger. Es ist Aufnahmefläche für Ingredienzien, die da noch gar nicht mit einbezogen sind in deine Wahl. Deswegen ist das eigentlich unvollständig, weil niemand isst ein trockenes Weltmeisterbrötchen. Absolut. Aber jede ganz Woche. Kurz, ich bin noch nicht fertig. Aber Börek, ihr Lieben, hat es geschafft, sich aus dem Orient in diese völlig eigentlich in diesen übersättigten deutschen Brötchenmarkt und Schwarzbrotmarkt hier zu etablieren. Und jeder mag Börek. Und das Geile an Börek ist, es ist super abwechslungsreich, weil es beinhaltet alles. Es ist in sich komplett. Niemand kauft sich einen Börek, um das zusammen mit irgendetwas zu essen, was das erst gut macht. Niemand schmiert irgendwie Wurst oder Käse nachträglich auf den Börek. Nein, man kauft sich einen Börek und da ist alles schon drin, was man braucht. Genau, und das ist genau die größte Schwäche von Börek. Niemand sagt, dass Börek nicht geil ist, weil ein Börek ist eine Mahlzeit. Ein Börek ist so fettig, Blätterteig ist so fettig, du musst dir danach die Hände waschen, du hast den ganzen Tag dieses Ding im Magen liegen, du kriegst es nicht durch, hat mit Abstand von allen Auswahlen die meisten Kalorien, ein so ein Börek hat 300 Kalorien, das ist einfach kein Snack, das ist kein leichter, einfach, lockerer Nebenbeißen. Das hast du einfach nur so dir ausgedacht. Die habe ich gerade eben gegoogelt, tatsächlich. Du darfst den bei googeln oder was? Du kannst mir auch sagen, was du googeln möchtest. Aber und deswegen ist es, schreib mal Argumente. Gute Argumente für Börek. Ja, ja, okay. tatsächlich null Ergebnisse, komisch. deswegen, Börek ist halt eine komplette Mahlzeit. Du hast schon angesprochen, Spinat, Feta, das ist alles fettig, das ist, so das ist alles schwer. Es ist super lecker, aber die Frage ist nicht, was ist eine geile Mahlzeit, sondern was ist ein kleines Gebäckstück, das man sich beim Bäcker mal nebenbei macht. Das ist doch Börek, sag ich doch. Das ist doch so ein kleines Blätterteig-Ding. Das hast du noch nie Börek gegessen, oder was? Das kann man so richtig geil wegsnacken. Das kannst du nicht wegsnacken. Du isst zwei davon, da bist du im Wachkoma. Alter, die Dinger sind unfassbar heftig. Wo kaufst du die denn, ey? Bei Fettland.de oder wo bestellst du deine Börek? Oh, das ist ja gute Qualität. Die sind sehr fettig. Fettland.de ist super. Nehm noch ein Stück Brezel. Ja, wir haben ja nichts Besseres. Wir haben ja leider keine Börek. Wo sind meine türkischen Freunde? Wenn du raus, das ist etwas, was man kauft, wenn man nach Hause geht und es ist nachts und du hast noch nichts gegessen, weil du irgendwie zu betrunken bist. Das sind so die Gründe, warum man es kauft. Aber so, wenn man unterwegs ist, wenn man schnell in die Bahn springt und man muss zack hier nach Harburg reisen, dann hast du. Katjana, noch nie musste jemand nach Harburg reisen, wirklich. Also wenn man nach Harburg reist, lebst du sicherer mit einer Börek in der Hand. Ist so. Ich meine halt, bei solchen U-Bahnhöfen kriegst du keinen Börek. Ich weiß nicht mehr, was das heißt. Börek. Und du kriegst auch kein Börek und du kriegst auch kein Weltmeisterbrötchen. Das werden auch nicht die werden nicht da verkauft. Ja, doch. Weltmeisterbrötchen ist wirklich mittlerweile überall zu finden, einfach weil es das beste Brötchen ist. Wirklich so. Weißt du, ich kenne das ja auch so, wenn du sagst, wenn du davor einfach reintust, Weltmeister. Ich bin eine gute Schauspielerin. Wenn ich jetzt hingehe, ich bin die weltbeste Schauspielerin. Das macht es nicht gut. Das ist nicht nur, weil man sagt, etwas ist das Beste, muss nicht unbedingt das Beste sein. Meistens sind die Leute, die zu laut schreien, wie geil sie sind, diejenigen, die nicht so geil sind. Diese deswegen Überheblichkeit. Weltmeisterbrötchen? Get like, cool down, Brötchen. You're just a Brötchen. Nein, manche Brötchen müssen auch einfach ihre Qualität auf der Brust tragen. Wenn du der Beste der Welt bist, würde ich dich mal gern sehen, wie du einen Oscar gewinnst und danach irgendwie bescheiden bist. Nein, wenn du einfach das beste Brötchen der Welt bist, sagst du auch, fucking Leute, ich bin das fucking beste Brötchen der Welt. Du willst natürlich auch, dass die Leute eine Chance haben, dich zu genießen für 69 Cent. Du bist einfach dabei und sagst, ich bin das beste Brötchen. Ach komm, wir müssen uns jetzt, Katjana, ich bitte, du musst dich jetzt nicht mit Bescheidenheit ansuhlen. Du weißt ganz genau, dass man auf seine Erfolge auch stolz sein kann und das gönne ich einfach dem Weltmeisterbrötchen, dass sich diesen Titel errungen hat und deswegen völlig in Ordnung. Also es gibt keine Beispiele. Einfach also dafür. Die Verzweiflung, mit der du versuchst, irgendwie das Weltmeisterbrötchen hier in Rang und Ehre zu schreien, das sagt ja eigentlich schon alles aus. Wir lassen mal den Chat rausfinden. Was sagt denn der Chat? Börek. Wir kommen gleich dazu. Leider kann ich nicht wirklich viel gegen die Brezel sagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Brezel ist super, du hast es gut gesagt, es gibt drei verschiedene Teile, die alle einen eigenen Charakter haben. Manchmal ein bisschen viel Salz. Aber das kann man runter machen. Ich finde auch, die Brezel ist nicht so schlecht gerade, Jan, vor allem, weil du hast uns jetzt bestochen. Das finde ich aber ein bisschen mies, ehrlich gesagt, weil es mich jetzt emotional in eine Situation bringt, in der ich nicht gegen dich argumentieren möchte. Das war sehr perfide von dir.
Aber dafür bin ich jetzt gleich gut, seinen Kontrahenten was zu essen zu geben, weil während sie essen, können sie nicht sprechen. Ja, ich bin total auf die Rätsel. Also auch der aber Chat sich von solchen. Ob der Chat sich von solchen. Noch mal ein ja. An dieser Stelle nochmal ganz kurz auch danke an Johanna dafür, dass sie mir da geholfen hat. Wie bitte? Danke, falls, also die Frage ist, lässt sich der Chat von solchen miesen Manipulationsversuchen betören oder weiß der Chat, was gut ist, was wirklich Qualität heißt? Wir starten jetzt die Umfrage, könnt ihr nochmal sehen, hier Ausrufezeichen. Leute. AMF und dann Leerzeichen mit entweder, ihr seht's hier schon, da kommen sie ran. Rätsel oder WMB. Sorry Leute, aber ernsthaft. Wer sich hier in Deutschland durchsetzt, gegen dieses Gebäckimperium, gegen diese Spießergesellschaft, wie das Börek es getan hat, der verdient den Ehrenpreis. Ist so. Leute, wer nicht Börek wählt, den kann ich nicht mehr ernst nehmen. Ist einfach so. Ich will jetzt niemanden mehr manipulieren. Aber wer will schon scheiße sein und nicht Börek wählen? Oder? Also ich glaube, du kommst damit nicht durch. Ich glaube, unsere Zuschauer sind zu schlau für solche Manipulationen. Beide Parteien, gegen mich hier ins Feld ziehen, müssen irgendwelche komischen Manipulationsversuche starten. Das, finde ich, zeigt doch schon ganz klar, wer hier die Überlegenheitskappe aufhat. Nicht. Ja, du hast die Überheblichkeitsmittel mit deinem Weltmeister, Weltmeisterbrötchen. Was ist denn, wenn ist der Universum Börek? Soll ich das mal so nennen, oder was? Finde ich gut. Ja, mache ich das jetzt, okay. Können wir das mal ändern? Kann ich nochmal neu anfangen? Ich finde, das Einzige, was man zu Brezel sagen kann, ist, dass man manchmal halt nicht geile Brezeln findet. So, Weltmeisterbrötchen ist halt genormt, das ist überall geil. Brezel ist manchmal halt nicht geil. So, aber selbst eine schlechte Brezel ist immer noch ein guter Snack. So, das ist wirklich schwierig. Aber das muss ja auch sein. Ja. Diese Unterschiede, weil man will ja auch irgendwo hingehen und sagen, zum Beispiel bei der Börek, was ja das beliebteste Gebäck Deutschlands ist, das ist ja so, du willst ja dich austauschen mit deinen Freunden. Hey, ich war da neulich beim Bäcker, die haben die super leckerste Börek. Und oh geil, sag mal dir, da gehe ich direkt morgen hin und kaufe mir mehrere Böreks, weil die sehr lecker sind. So Gespräche möchte man ja auch haben. Ja, der Chat hat gesprochen. Der Krümel ist gefallen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was es tatsächlich sein wird. Wir sehen hier die Auflösung für bestes, herzhaftes Teil beim Bäcker. Und es ist die Laugenbrezel tatsächlich geworden mit 58%. Herzlichen Glückwunsch, Katjana Gerz, zu diesem absoluten Erdrutschsieg. Ist nicht unverdient. Nee, absolut nicht unverdient. Also, muss ich tatsächlich sagen. Und dass ich euch die Brezel mitgebracht habe, war nicht zur Manipulation. Doch. Doch. Sondern einfach, weil ich merke, ich weiß, wie lecker sie ist. Und ich wollte euch eine Freude antun. Gut. Geben. Die erste Runde geht an Katjana. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Min Runde Nummer 2. Ja, wir haben uns jetzt alle in wohligen Gefühlen gesonnt, ganz tolle Genussgipfel erklommen, aber das Leben besteht leider nicht nur aus angenehmen Dingen, sondern wir Menschen müssen oft auch sehr unangenehme Dinge über uns ergehen lassen. Und dabei hat es oft was mit zu tun mit anderen Menschen und vor allem Menschen in irgendeiner Form von Geldverhältnis, einem Dienstleistungsverhältnis. Die Frage Nummer 2 lautet, was ist die unangenehmste Dienstleistungsinteraktion? Ihr werdet wahrscheinlich bei den Antworten schon merken, worum es sich da handelt. Was ist die unangenehmste Dienstleistungsinteraktion? Es gibt verschiedene Situationen, in die man auf andere Menschen stoßen kann. Und diesmal fange ich an. Und für mich war es sehr, sehr leicht. Ich wundere mich tatsächlich, dass ihr da andere Wege eingeschlagen habt. Aber für mich absolut hundertprozentig klar, die unangenehmste Dienstleistungsinteraktion ist Handwerker im Haus. Man weiß nicht genau, wann die kommen. Es ist unglaublich nervig. Dann, wenn die da sind, weiß man nicht, wie man mit denen umgeht. Soll man das Zimmer davor nochmal aufräumen? Wo sollen die hin? Bietet man denen was zu trinken an? Da muss man irgendwas umstellen, damit die an die Heizung kommen oder so. Dann stehen die einem Fragen, die man nicht kennt. So, aus welchem Jahr ist ihre Heizung? Keine Ahnung. Was ist da irgendwie der Koeffizienz-Ding? Keine Ahnung, nie gehört. Man steht da in Unterhose, irgendwie hat noch Nutella am Kinn. Es ist extrem unangenehm. Dann bleiben die ewig da. Man weiß nicht, fängt man jetzt an, liest man ein Buch. Man will dann vielleicht auch nicht den Raum verlassen, damit man die dann hinterherkommt. Man weiß nicht, was man machen soll. Man steht nur dumm da. Und dann sind die teilweise ewig da. Und dann müssen die noch was holen und dann kommen. Und dann weiß man nicht, sollen die sich die Schuhe ausziehen oder nicht? Oder ist es okay? Oder soll man selber? Und man weiß einfach nicht, was man machen soll. Ewig lang ist fucking unangenehm. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, repariere ich auch fast gar nichts mehr bei mir. Also alles geht den Bach runter und ich lasse nichts reparieren. Einfach, weil es so unangenehm ist, Handwerker im Haus zu haben. Es tut mir leid, aber Handwerkerinteraktion ist einfach das Unangenehmste, was es gibt. Sorry. Bin gespannt, welche Antwort Nils darauf gefunden hat. Ach so. Ja, ich wollte eigentlich was nehmen, aber wurde mir gesagt, es ist keine alltägliche Begebenheit. Deswegen habe ich das anderes genommen, was fast alltäglich bei mir passiert, jedenfalls, wenn man so wie ich relativ häufig auf Hochzeiten eingeladen wird oder selber heiratet, und das ist die Interaktion mit dem DJ auf der Hochzeit. Das ist einfach das Allerschlimmste. Also Hochzeits-DJs
sind einfach erstmal die Elenden, das ist das Elend der DJ-Zunft. Also alle Leute, die irgendwie die sich DJ nennen und sagen so, ich bin Hochzeits-DJ, das ist schon mal so, okay, alles klar, eigentlich hast du gefailt in deinem Beruf, aber du versuchst dich irgendwie mit einer Hand noch an der Kante irgendwie festzuhalten und um nicht zuzugeben, dass du kein DJ bist. Die Leute machen DJs auf Hochzeiten und dann haben die immer irgendwie voll die festgefahrene Playlist. Und rattern die so völlig unemotional runter, weil sie überhaupt nicht emotional involviert sind und weil das ganze Publikum auf einer Hochzeit eigentlich gar nicht für die Musik da ist und auch schon gar nicht für den DJ da ist und auch gar nicht mit dem feiern will. Deswegen ist der DJ überhaupt nicht connected mit seinen Gästen und dann spielt der völlig gelangweilt seine scheiß Drecks-Playlist runter. Und wenn du dann mal hingehst, und das ist das Schlimmste überhaupt, zu einem DJ zu gehen und einen Musikwunsch zu haben, ist das Schlimmste, weil es so erniedrigend ist. Du gehst da hin, wünschst dir was und der DJ hat so keinen Bock auf dich, weil er hat seine fucking MP3-Playlist und da kommt jemand und will irgendeinen Song, den er da nicht drauf hat und nicht mag. Und dann wirst du ganz, ganz unangenehm von dem abgewiesen, musst dich umdrehen und den ganzen Weg zurück zu deinem fucking Tisch laufen und dein Song wird nicht gespielt. Oder er sagt, ja, ich spiel den gleich und dann kommt er nicht und dann rennst du nochmal hin und dann spielt er ihn vielleicht nachts um 3. So, und die ganze Zeit sitzt er da und dudelt diese Kackmusik auf der Hochzeit ab und mit dem zu reden und dem irgendwie versuchen klarzumachen, Alter, Diggi, mach mal hier Britney rein oder so. Oder Münchner Freiheit, mal was. Und das ist so unangenehm. Und, oh, mich schüttelt es. Mich schüttelt die Interaktion mit dem Hochzeits-DJ. Ich heirate schon gar nicht mehr. Ich heirate nicht. Weißt du, was der Grund, weshalb ich nicht mehr heirate, ist wegen der DJ-Geschichte. Kann ich verstehen. Katjana, wie schaut's bei dir aus? Ist die Zeit eigentlich um gewesen? Ja. Ich habe die ganze Zeit noch gestreckt. Es gibt keine Zeit. Ja, das war sehr nett, ihr Jungs, sehr cool. Aber danke. Ich weiß überhaupt nicht, warum ihr auf das absolut, was einfach am klarsten ist, was am unangenehmsten ist. Und das ist, meine Damen und Herren, der Friseurbesuch. Der Friseurbesuch ist so unangenehm, weil man gezwungen ist, in einem engeren, also in einem Raum Smalltalk zu halten mit jemandem, entweder den man halt nur flüchtig kennt oder gar nicht kennt. Man wird, andere Leute hören zu, egal was man bespricht. Dann jetzt auch mittlerweile, weil man eine Maske hat, muss man immer wieder alles wiederholen. Okay? Dann gibt es natürlich das Augendilemma. Wo guckt man hin? Wenn du geradeaus guckst, dann hast du ja das Gefühl, dass du irgendwann mal auch die Augen von demjenigen, der die Haare schneidet, dann hast du ja das Gefühl, okay, ich will nicht direkt hingucken, weil dann sieht es aus, als ob ich ihn kontrolliere. Also es ist ein kompletter Mindfuck. Du fühlst dich auch, warte mal hier, dann willst du ja nicht, dass wir kontrollieren. Dann natürlich auch, was immer unangenehm ist, weil die Leute, du bist ja für eine Stunde, für manche, wie bei mir, habt ihr gesehen, ich habe mir jetzt die Haare gemacht. Es ist nämlich eine 4-Stunden-Prozedur. Und dann hast du halt, wenn sie dir die Haare waschen, hast du halt das Gefühl so, okay, wenn ich jetzt, das fühlt sich irgendwie gut an. Weißt du? Sind wir mal ehrlich, wenn die Leute jemanden unseren Kopf massiert, sind wir in der Position, dass wir denken so, oh, das fühlt sich gut an. Willst du aber zeigen, weil das hat irgendwas auch so leicht Sexuelles, weil man sich ja so nahe ist und es ist ein Stranger. Und dann denkt man die ganze Zeit, okay, Augen zu, Augen auf. Und natürlich beim Zahlen. Es ist meistens so, dass man das nicht so richtig, man weiß nie, was man bezahlt danach. Manchmal schon. Aber dann ist es immer dieses komische Interaktion, dass man denkt so, okay, eigentlich haben sie die Haare nicht richtig gemacht. So, und deswegen würde ich mal sagen, das ist eine der unangenehmsten Situationen, weil man gezwungen wird, mit jemandem Smalltalk zu halten. Gut, damit haben wir alle drei Antworten gehört. Die Runde ist eröffnet. Ich würde sagen, Katjana, ich meine, Friseur, erstens, man geht relativ häufig zum Friseur. Ich war gestern beim Friseur und mittlerweile, ich hab's richtig genossen. Und ich finde, mittlerweile ist dieses Smalltalk-Halten auch einfach so ein Klischee. Das hat sich auch einfach ausgespielt, so, wenn du nicht reden willst, dann redest du nicht. Wenn du einfach nichts sagst, die meisten Friseure wissen, dass viele ihre Kunden einfach keinen Bock drauf haben. Deswegen sagt man nichts. Aber ich persönlich mach's so, ich setze mich hin, mach einfach die Augen zu von Anfang an, dann sagt die Person nichts, dann kommen auch keine unangenehmen Gespräche und man muss auch nirgendwo hingucken und dann macht ihr da halt so rum und dann passt das alles, überhaupt kein Problem. Und natürlich weiß man, wie viel man zahlen muss. Es gibt Preise und dann gibt man Trinkgeld oder nicht. Es ist einfach zu, man weiß einfach zu gut, was man beim Friseur machen muss. Wohingegen beim Handwerksbesuch gibt es nicht dieses soziale Protokoll. Gibt man Trinkgeld, wem, wie viel, hier versucht man zu absolut helfen, dann, was okay, muss man machen? Man ist völlig aus sich alleingestellt. Man ist eben nicht in der schützenden Hand von einem Raum, wo ganz viele andere sind, die gleiche Situation haben und man guckt sie an und ja, ein bisschen unangenehm. Ne? Beim Handwerker bist du alleine, die sind in deiner Intimzone. Ja, das kommt natürlich auch drauf an, wo du sie ranlässt. Ne? Also ich wollte mal sagen, beim Friseur, es ist relativ einfach. Ich mache es ähnlich wie Florian. Ich gehe auch mal hin und sage als erstes, entschuldigen Sie, ich bin taub und blind. Ich kann gar nicht mit Ihnen kommunizieren. Bitte entschuldigen Sie das. Aber ganz kurz, Staub. Dann heißt das, ihr beide macht schon etwas, weil die Situation so unangenehm ist. Also ihr habt doch gerade bestätigt dass sie so unangenehm ist, dass ihr schon Methoden gefunden habt. Also das Katjana, bestätigt doch nicht, das ist doch das Schlimmste. Katjana, also erstmal
Florentin und ich sind vielleicht auch, was das angeht, ein bisschen eigen. Ne? Wir sind nicht repräsentativ für die Bundesrepublik Deutschland. Und wenn man, was ich damit sagen wollte, ist, wenn man so ist wie Florentin und ich, dass man ungern Smalltalk mit Fremden hat, dann ist es relativ leicht beim Friseur das zu umgehen. Und das ist auch akzeptiert, weil die Friseure selbst auch keinen Bock haben, mit jedem Kunden eine halbe Stunde irgendeinen Smalltalk zu beginnen. Die sind selbst sehr froh, wenn man einfach entspannt ist. Und das heißt, man kann das selbst gestalten. Ich finde eine Kopfmassage total entspannt. Manchmal gehe ich nur zum Friseur, sag einmal waschen und schneiden. Und nach der Kopfmassage sage ich, oh, weißt du was, ich komme morgen noch mal wieder. Ich habe heute noch nicht, fühle ich mich noch nicht nach Schneiden, so, weil es einfach so geil ist. Und bei den Handwerkern finde ich zum Beispiel, ich habe auch nicht gerne Handwerker im Haus, nee. Aber das Geile ist ja, die haben ja einen Ort, wo sie arbeiten und dann lässt man sie da arbeiten. Und dann irgendwann sind die fertig und dann gehen die halt. Also nee, die müssen oft was suchen. Wo ist die Heizung? Was ist das? Unten Raum. Wo ist der Heizungsschlüssel? Keine Ahnung. Wo ist der Kellerschlüssel? Keine Ahnung. Also ich finde das überhaupt nicht schlimm, weil man sagt denen einmal, wo was ist und dann machen die einen, lassen einen in Ruhe und dann ächzen die ein bisschen rum. Das einzige Unangenehme ist vielleicht, dass man ab und zu eine Poritze sieht, weil die bücken sich dann irgendwo hin und dann sieht man deren Poritze. Aber Katja, natürlich ist es unangenehm, wenn fremde Menschen in deiner Wohnung sind und du irgendwie unangenehm daneben stehen musst und gucken musst, was da passiert. Aber wenn du die Ausrede hast bei dem Friseur, dass du sagst, du weißt, der Friseur weiß, was er machen soll. Der Klempner, der weiß genau, ich muss zur Toilette und ich muss da was schrauben. Dem ist doch scheißegal. Nee, aber so funktioniert es nicht. Da kommen dann Nachfragen und man weiß nicht, steht man daneben, gibt man an den Computer. Du kannst in einen anderen Raum gehen. Ja, klar. Und du gehst einfach in einen anderen Raum und du wartest und dann am Ende sagst du Tschüss. Genau. Aber, also, das ist halt irgendwie. Nichts mit denen zu tun. So. Ja. Im Gegensatz halt, und das ist da, wo man die einzige. Auf einer, ihr seid bei beiden euren, Entschuldigung, dann bin ich fertig. Aber bei beiden euren Situationen könnt ihr den Raum verlassen. Du musst nicht zum DJ-Pult und du musst einfach in einen anderen Raum. Katjana, bei mir ist die Situation, dass du eineinhalb Stunden, Liebe. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich als Frau, weil 80% unserer Zuhörer sind Frauen. Nein, nicht Gender. Ich mache kein Gender auf Dingens. Ich sag nur, die Frauen sind diejenigen, die länger bei den Friseuren sitzen müssen. Ja, weil es so viel Spaß macht. Weil sie das geil finden, dass da sich jemand mal nur um sie kümmert. Weil die dann da hingehen und wissen, weißt du was, da ist einer, wenn der hört mir zu. Mein dummes Geplapper kann der Alte zu Hause nicht mehr ertragen. Aber wenn ich hier beim Friseur sitze, bezahle ich dem. Weißt du, warum Frauen 80 Euro zahlen? Damit der Typ sich die Geschichten von euch anhört. So, wenn du schon mit der Genderkeule kommst, dann mache ich das aber auch. Wenn du schon mit so dummen Klischees arbeitest, liebe Katjana. Die hole ich dir aber auch aus, diese Keule. So, ja? Deswegen bezahlt ihr 80 Euro, damit ihr das Geschnabbel da anhören. So, Entschuldigung, war ein Scherz, nur weil Katjana das gemacht hat. Was ich sagen will ist, was du gerade gesagt hast, war völliger Quatsch. Von wegen, man kann sich doch nicht bei der Hochzeit entziehen. Man kann doch nicht einfach sagen, während die Hochzeitsgesellschaft in diesem großen Saal ist und sich amüsiert, wo soll man denn da hingehen? Man ist dem DJ und seiner Musikauswahl auf Gedeih und Verderb ausgesetzt. Und wenn der DJ kacke ist, und ich habe ja gerade eingangs gesagt, DJs sind immer kacke, die auf Hochzeiten arbeiten, per Definition. Dann ist man dieser Situation ausgeliefert. Man kann sich ihr nicht entziehen. Und zwar für Stunden. Ja, aber nicht. Stunden. Bei der Hochzeit geht es ja auch nicht um die Gäste, es geht um das Brautpaar. Und da kannst du dich mit dem DJ davor kurz hinsetzen. Da wird mal nachgefragt, hey, welche Playlist, was stellt ihr euch ungefähr so vor? Und dann wird das festgelegt und dann macht der DJ das. Und mein Gott, dass man vielleicht als Gast auf der Hochzeit nicht die schönste Zeit seines Lebens hat, man ist ja da, um die anderen zu unterstützen. So. Man ist ja dafür da, um einfach Beiwerk zu sein. Und mein Gott, dann hört man halt einfach 20 Mal Crazy Frog hintereinander. Ich meine, da kommen wir durch, ist doch kein Problem. Und wie gesagt, mit dem Brautpaar ist das abgesprochen und dann ist es auch kein Problem. Und dann musst du da auch nicht unbedingt hingehen und jetzt sagen, ich will hier nochmal Coco Jumbo hören, sondern man kann sich auch zurückhalten. So. Nee, dann ist es ich finde es sogar ganz angenehm, dass der DJ einfach da irgendwie sein Ding macht, einfach die Playlist runterrattert, damit dann eben nicht irgendwie der da irgendwie versucht, Stimmung zu machen, sondern sich auch einfach anpassen kann, worauf haben die Gäste Bock, wollen die nicht tanzen, irgendwie halten die sich zurück. Das ist ja genau das Problem. So. Das meine ich ja. Das ist ja genau das Problem. Diese Hochzeits-DJs, die haben ihre fucking Playlist. Das sind ja keine echten DJs. Ja, aber das ist doch egal, ob der jetzt der DJ-Zunft hier irgendwie der beste Vertreter der Welt ist, ist mir doch egal. So, es geht einfach nur darum, dass sich jemand um die Musik kümmert und irgendjemand eine Durchsage macht, falls Onkel Heinrich verloren gegangen ist. Und so läuft's doch am Ende. Soll ich dir mal was sagen, warum die meisten Leute sich scheiden lassen, ist, weil das, was du brauchst, und das ist der Grund, weshalb Leute überhaupt so Hochzeiten so imposant aufziehen, ist, weil du brauchst einen Anker der Emotionen, einen Anker der guten... Das ist die Torte. Nee. Du brauchst einen Anker der guten Emotionen, auf den du dich zurückbesinnen kannst, wenn es in der Beziehung nicht läuft. Und wir wissen alle, jede Ehe hat ihre Krisen. Und das Einzige, was einem dann hilft, diese Krise zu überstehen, ist, sich zurückzubesinnen.
zurückzuerinnern, wie schön war die Hochzeit. Was war das ein toller Moment? Und das gibt einem Kraft. Und wenn dann dieser dumme DJ kommt und das alles ruiniert, das ist der Grund, weshalb wir mittlerweile eine Scheidungsrate von 98% haben. Das ist auch belegt, habe ich gerade gegoogelt mit dem Laptop. 98% der Leute lassen sich scheiden und das liegt daran, dass die DJs auf den Hochzeiten nichts können und auch nicht kompromissbereit sind und Britney spielen. Ja, das habe ich auch gelesen. Ja, ist so. Dass sie Britney spielen? Nee, die spielen das eben nicht. Keine Britney mehr auf Hochzeiten? Aber das kann man nicht mit denen reden und sagen, ja, hier, Britney-Bitch? Ist das Problem, machen sie ja nicht. Denn die weigern sich, Britney zu spielen. Ja, na klar. Was, ist das irgendwie ein geheimes Komplott der Hochzeits-DJs? Die sich zusammengesetzt haben und sagen, hey, wir ruinieren allen jetzt die Hochzeit. Das geht ihnen auch ums Prinzip. Weil diese Hobby-DJs, die haben irgendwie so eine DJ-Jens.de-VU-Webseite so irgendwie selbst gebaut. Die nehmen sich so ernst, denen fehlt jeglicher Selbsthumor, weil die wissen genau, ey, die sind so knatterig verknatscht aufgrund ihrer gescheiterten DJ-Karriere, dass sie einfach jeden Musikwunsch als Beleidigung empfinden, weil die denken so, ja, was redet der mir in die Playlist rein, der Pimmel? Kleiner Tipp an alle Hobby-DJs da draußen, dj-jens.de ist noch zu haben. Also, falls ihr DJ seid und Jens heißt, dann greift doch einmal mal zu. Ich würde sagen, wir haben genug gehört, wir gehen in die Abstimmung rein. Ich bin sehr, sehr gespannt, was unsere Zuschauer denken, dass die unangenehmste Dienstleistungsinteraktion ist. Wir haben Ausrufezeichen AMF, Leerzeichen Handwerker, Friseur mit Ö oder DJ für den Hochzeits-DJ. Stimmt ab. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was da draußen am Schlechtesten ankommt. Ich habe mir gerade überlegt, wäre das nicht eigentlich eine geile Idee, einen Friseurladen aufzumachen, der sich wirklich darauf spezialisiert, den Kontakt zu minimieren? Du legst das Geld irgendwie auf so ein Tablett und danach bist du wie in so einer Telefonzelle, wo du gar nicht siehst, was hinter dir passiert, wo hier so abgeschnitten ist. Und irgendjemand in einem anderen Raum an deinen Haaren rummacht, während du hier nur vorne irgendwie, keine Ahnung, irgendwie The Wire schaust oder so. Und du siehst die Person nie. Kein Smalltalk, ein Glory Hole. Kann ich kurz sagen, das ist genial. Das ist genial, aber bei dieser Interaktion ist ja nur der Smalltalk ein Teil davon, was unangenehm ist. Weil das andere ist ja auch, du musst ja damit. Du musst ja artikulieren, wie du es gerne hättest. Dann musst du ja auch, das ist ja ein Touchpad. Sensiv, also einfach so Bilder, verschiedene Bilder von verschiedenen Frisuren. Und vielleicht kann man dann sogar sich so die draufsetzen lassen per Computer. Ja. Was, wenn es dir nicht gefällt? Ja. Es gefällt dir eh nicht. Hat dir schon jemals eine Frisur vom Friseur gefallen? Wir kommen gleich zur Auflösung. Ich bin sehr, sehr gespannt, was es sein wird. Davon machen wir ein kleines bisschen Werbung. Danach geht es natürlich noch weiter mit Runde 3 und dem Pitch. Bleibt dran, bis gleich. Bei Alles Mögliche Falls. Alles Mögliche Falls. Herzlich willkommen zurück bei Alles Mögliche Falls. Wir warten alle sehr gespannt auf die Auflösung von Runde Nummer 2, in der es darum ging, die unangenehmste Dienstleistungsinteraktion zu finden. Drei fantastische Antworten haben wir gehört und hier ist eure Entscheidung, was es sein wird. Und zwar ist es geworden mit 54% die Handwerker. Die Handwerker im Haus sind die unangenehmste Dienstleistungsinteraktion. Vielen, vielen Dank für euer Vertrauen. Dankeschön, ich werde sehr verantwortungsbewusst damit umgehen. Damit 1:1:0 steht es. Katjana und ich gehen gleich auf. Und Nils macht sich schon seine Tischdecke bereit für die Hauptmahlzeit. Sieht man gar nicht, ne? Sieht man überhaupt nicht. Also, es ist halt so ein, ich finde das richtig gemütlich jetzt gerade. Ich finde das richtig gemütlich. Wollen wir mal so ein Picknick machen? Gerne. Ein Picknick der Gefühle. Kommt jetzt in Runde Nummer 3. Ja, momentan in der aktuellen Situation ist es ja für viele nicht so ratsam, feiern zu gehen, mal irgendwie rauszugehen, den Dancefloor zu hitten. Und ich glaube, da sind einige Menschen auch ein bisschen froh drum, weil für viele ist Tanzen ja so eine bisschen schwierige Situation. Man weiß nicht genau, wohin mit dem Körper, wohin mit dem Gesicht, was soll man machen. Aber man ist natürlich im Menschheitsleben hin und wieder gezwungen, in eine Tanzsituation zu gehen. Man ist auf einer Party, man kann nicht Nein sagen, Hochzeit, irgendwas. Man muss dann doch irgendwann auf den Dancefloor und weiß nicht, was man machen soll. Und wir haben uns überlegt, wie so, können wir, wenn die Musik scheiße ist. Wie können wir euch denn eine kleine Hilfestellung geben? Und stellen die Frage, was ist der beste Dance-Move, den man machen kann, wenn man eigentlich überhaupt nicht tanzen kann? Mit welchem Dance-Move schafft man es halbwegs durch den Abend zu kommen, ohne sich komplett zu blamieren, wenn man unbedingt auf die Tanzfläche muss? Wir haben dafür extra unser Nebenstudio umfunktioniert zu einem kleinen improvisierten Dancefloor, auf dem zumindest Nils und ich unseren Dance-Move präsentieren werden. Davor beginnt aber erstmal Katjana mit ihrer Antwort. Ich bin sehr, sehr gespannt. Was ist es bei dir? Welcher Dance-Move kann wirklich, welchen kann jeder?
Ach, das ist eine sehr gute Frage und ich freue mich so, dass ich auch anfangen kann. Ihr wisst ja beide, ich kann eigentlich sehr gut tanzen. Auf jeden Fall. Was ich mir jetzt hier bei dieser Frage gedacht habe, erstens mal, es muss cool aussehen. Ja, wir wollen, dass wir cool aussehen. Zweitens ist mir wichtig, ich finde es immer unangenehm, wenn Leute, die nicht tanzen können, spaßige Tänze machen. Weißt du, diesen hier oder sowas. Ja, das, weil damit laufen sie in eine Sackgasse hinein, weil das macht man halt 1-2 Minuten oder das macht man 1-2 Mal und dann ist es, sollte man aufhören. Und deswegen habe ich mich für etwas entschieden, was relativ leicht ist und womit man cool aussieht und womit man nicht den Tänzer irgendwie, also die Tänzer irgendwie sich belustigt oder das Tanzen an sich irgendwie verarscht. Und ich nenne das, also das ist ein Tanz, den ich mir selber erdacht habe und es heißt The Infinity Dance. Okay? So, okay. I would say... Okay, haben wir Musik für Katjana da? Ja, wir müssen uns kurz nur ein bisschen bildlich aufklären, dass wir so ein bisschen... Welcher DJ ist das? Jens, DJ Jens. Okay? Okay. Okay? Okay, I'm going. Und es ist, mit den Füßen ist es einfach... Okay, es ist simpel. Es ist cool. Es ist für Infinity, weil man mit den Händen Infinity-Signale macht. Seht ihr? Ja. Die 8 okay, sozusagen. Ja, Infinity 8. So und mit den Füßen nur ein Hin und Her. Und somit hat man genug Platz wegen Corona. Und es ist simpel und man ist immer im... Weil es ist nur ein Hin, rauf und drüber. Es ist das, was meine Mutter mir beigebracht hat. Und von da aus... Rauf und drüber? Hat dir deine Mutter beigebracht? Also, hier. Ja. Ja. Fantastisch. Also, so und so. Ja, tolle Performance. Tatjana, das war richtig gut. Du bist, wie heißt die denn nur? Stars Can Dance oder so? Stars Maybe Can Dance? Maybe, weiß ich nicht. Genau. Da bist du für mich demnächst. Ich ruf mal Jan Köppen an. Okay, gut. Wir haben den Infinity Dance von Katjana. Also, ich habe mir natürlich auch ein bisschen was überlegt und ich bin da hundertprozentig bei Katjana. Ich mag keine ironischen Tänze, sich da irgendwie drüber lustig machen und so. Weißt du, wenn du schon auf den Dancefloor gehst, so dann bring auch was einfach so. Und es muss nicht irgendwie bahnbrechend sein, aber es sollte schon irgendwie jetzt nicht, guck mal, jetzt tanzen wir hier. Das ist einfach lame, so, ist einfach langweilig. Mein Rat an alle, die nicht so gut tanzen können, vergesst die Beine. Vergesst Beine, vergesst Hüfte, vergesst das alles. Das ist nicht wichtig. Das sieht man eh nicht. Wenn man irgendwie auf dem Dancefloor ist und es ist viel los, man sieht's nicht. Und man kann bei Beinen viel falsch machen. Man weiß nicht, Rhythmus irgendwie schwierig, Hüftschwung vielleicht ein bisschen steif. Deswegen vergesst die Beine direkt. Deswegen, bei mir liegt der Fokus nur auf den Schultern. So, wir gehen mal rüber. Achtung, okay. Okay, rüber? Also. Okay, Leute. Wir sind hier im Dancefloor. Hallo Leute, also, mein Tanz ist die Schulterwelle. Es ist so einfach wie simpel, die Beine machen gar nichts, man steht nur da. Und das Tolle an der Schulterwelle ist, man kann sie beliebig variieren. Ja? Für den Anfänger geht es erstmal ganz locker los. Wichtig ist, die Schultern schön locker und einfach den hier. Ja, einfach ein bisschen die Schulterwelle. Und das Tolle ist, man kann langsam cool machen. Ja, man kann es langsam cool machen. Man kann aber auch, wenn man irgendwie den Blick trifft, kann man auch den machen. Alles möglich mit der Schulterwelle. Man kann jemanden antanzen, man kann sich aber auch zurückziehen. Wenn man irgendwie keinen Bock auf Hygiene-Gefährdungen hat, kann man zurück. Deswegen die Schulterwelle. Ansonsten, man steht einfach nur da, macht gar nichts. Locker, cool, alles ist drin. Die Schulterwelle ist dein Freund, damit kommst du durch die Nacht. Hat mir sehr gut gefallen. Werde ich auch versuchen umzusetzen. Beim nächsten Nils. Mal. Ja, sehr anspruchsvolle Technik auf jeden Fall. Ich denke, die Frage war ja, was ist ein Tipp für jemanden, der nicht tanzen kann, ja, ne, aber trotzdem in die Situation kommt zu tanzen? Und da muss man aufpassen, dass man es nicht zu kompliziert macht. Man muss einfache, repetitive Bewegungen etablieren, die trotzdem smooth aussehen. Man möchte das Gefühl bei den Zusehern erwecken, man weiß, was man tut, man ist selbstbewusst und vor allen Dingen, man tanzt nicht
weil man jetzt irgendwelche Moves kopieren will von Leuten, weil man irgendwie glaubt, ich tanze jetzt, sondern weil der Körper von alleine tanzt. Darum geht's. Der Körper will tanzen und man lässt es einfach zu, ohne drüber nachzudenken. Es muss sich natürlich anfühlen. Und da gibt es verschiedene Techniken. Nils! Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Ich weiß nicht, ob man mich überhaupt sieht. Ich muss mal eben... Ja, man sieht dich. Muss man das dabei haben auf dem Dancefloor? Also, nein, ich muss das vor die Kamera. Also wichtig, man sieht das sonst nicht. Kann man die Kamera ein bisschen runter machen? Warte. So läuft das in der Regel bei mir auf dem Dancefloor. Wie gesagt, das Licht ist ein bisschen falsch. Ist jetzt schief, ist egal. Ist ein Fenster gerade unten anfangen. Wir fangen unten an. Und zwar heißt der Tanz, den wir machen. Ich kann das jetzt wegmachen, oder? Ja. Der Tanz, den wir machen, heißt im Prinzip ist das wie gehen. Jeder kann gehen. Und wir fangen an im Prinzip so. Pass auf. So. Das ist einfach nur so quasi ein Geh-Move. Das sind die Beine, das ist wichtig, dass man, und dann kann man das auch anpassen, man kann dann auch so, ja. Das ist wichtig, die Beine, das ist wie auf der Stelle gehen, das sind die Beine, das ist wichtig. Pass auf, jetzt komme ich mal nach oben. Es kann ruhig ein bisschen schief jetzt sein. Warte, so. Und mit den Beinen, das ist wichtig, dass es aus den Beinen kommt. Und dann... So, und dann macht ihr... Oh Gott, ey, das ist... Kann ich einen anderen Song an? Und dann ab und zu auf die Unterlippe beißen. Und dann immer neben dir. Ist immer derselbe Ablauf. Geht auf der Stelle. Schultern, links, rechts. Das war's. Ich bin fertig. Wie heißt der Tanz, Nils? Wie heißt der Tanz? Das ist der Dancewalk. Der Dancewalk. Okay. Es geht beim Tanz auch um Verführung einfach. Weißt du? Tanz ist bald. Das ist dein Verführungstanz. Tanz ist bald. Ja, deswegen wichtig ist, dass ein Tanz dir auch noch die Möglichkeit offen lässt, dich zu unterhalten, weil wir alle wissen, dass wir ja keine Balzerfolge durch Körper erzielen. Doch, der Körper balzt. Wir brauchen Blicke, wir Florentin, brauchen Charme, wir brauchen Konversation. Konversation, das ist nämlich genau der Quatsch. Sorry, nichts gegen dich, aber der Körper hat gerade nicht gebalzt. Du brauchst keine Konversation. Der Körper balzt und wenn du Konversation benötigst, ist der Körper schon, hat er ausgebalzt. Sondern alles, was am Mann, das ist ja der Trick. Viele Leute gehen hin und quatschen Frauen dumm voll. Und aus dem Nix heraus, ohne irgendeine Vorleistung gebracht zu haben, du musst erstmal die Körper sich gegenseitig unterhalten lassen bei der Körperbalz und das ist der Tanz. Hör mal, du kannst mit der Schulterwelle, kannst du ihr was geben? Ja. Und dann auch wieder zurücknehmen. Es ist eine Kommunikation. Ich glaube, danke schön. Aber das ist keine Problem. Und dann auch die Welle. Ja, das ist eine Kommunikation. Ja, das ist gerichtet. Perfekt. Ja, ich fand's fast ein bisschen, also ich fand's süß, aber es war fast ein bisschen bedrohlich, ehrlich gesagt. Ja, das kann auch als Defensivmechanismus funktionieren, wenn man zu aggressiv angetanzt wird, ja. Kann ich dann so ein bisschen zu. Das ist so, weil wenn dir jemand zu nahe kommt, du checkst den ja automatisch mit deiner Schulterbälle so weg. Ich sag mal so, jede gute Party entwickelt sich früher oder später in Moshpit und da bin ich natürlich sofort dabei mit der Schulterwelle. Ja, aber das ist da, also es ist dann balzt der Körper nicht mehr, dann kämpft er. Katjana. Kurz, ich wollte, guck mal, wer bin ich? Am nächsten Morgen an der Party. Ja. Ah, die Schulter. Au, au. Was habe ich gemacht? Das sieht einfach aus wie wirklich. Ich sag mal so, nach einer guten Party müssen die Schultern wehtun. So weiß man einfach, dass es eine gute Party war. Aber das Tolle ist, es ist so leicht, weil du kannst es auch ganz langsam machen. Nicht nach vorne. Das wird alles nur mit Kopfschmerzen. Das ist viel zu viel. Gerade jetzt. Und wir wollen auch Männer und Frauen. Das ist nicht cool mit den Brüsten, die wackeln.
also. Nee, du kannst ja auch nach oben machen, aber du kannst ja auch langsam machen, einfach im Rhythmus. Du kannst auch einen Drink daneben haben, aber du kannst dann auch schnell irgendwie in einen Dance-Move überschalten. Aber es ist sehr flexibel, weil ich finde, der Tanz muss sich der Situation anpassen. Der lächerlichste auf dem Dancefloor ist der, der einen Dance-Move hat, der dann irgendwie seinen Shuffle macht. Und jeder weiß, der hat den zu Hause vom Spiegel eintrainiert. Das ist lame so. Das denkst du einfach so, das ist zu bemüht. Wohingegen die Schulterwelle, kann sich an jede Situation anpassen. Du bist immer flexibel. Und das Tolle ist, die Beine müssen nichts machen. Weil bei Katjana, dein Tanz, das sieht bei dir natürlich fantastisch aus. Aber nicht alle können so gut tanzen wie du. Das ist viel zu komplex. Die Hüfte, die Beine, der Rhythmus. Das ist viel zu komplex. Das schaffen die Leute nicht. Wirklich, du bist eine fantastische Tänzerin. Du musst dich in das Mindset von jemandem hineinsetzen, der wirklich unangenehm, der sich nicht wohlfühlt in seinem Körper. Genau, da bin ich voll bei dir und deswegen geht's darum, wie Nils hat das ja auch geschafft. Und er hat ja auch, ist eindeutig, Nils ist die Repräsentation von uns beiden, die dreien, der eher so, der Kandidat nicht so gut tanzt. Und er hat ganz wunderbare Technik mit seinen Beinen gemacht. Nur war es halt langweilig. Und was er mit so geradeaus laufen, kann er auch seitlich laufen, wie bei mir, bei der Infinity. Infinity is the way to go. Ja, weißt du, ich möchte mal was ihr beide habt, und das ist genau das große Problem. Ihr habt beide einen Signature-Move. Und wir reden jetzt von jemandem, der sich unsicher ist, wie man tanzt, und da muss man etwas machen, was möglichst einfach ist und was man gut variieren kann, auch zu unterschiedlichen Tempi. So, was du zu Britney spielen kannst, aber was du auch zu langsam oder zu Rap und so weiter. Und bei euch beiden ist es so, diese Schulterwelle. Zum einen bin ich da völlig bei Katjana, das wird dir die Schulter irgendwann raushauen, aber das ist total. Das ist locker mal smooth. Weil du guckst diesen Typ an, du siehst die ganze Zeit nur eine Schulterwelle und irgendwann denkst, okay, das ist irgendwas Krankhaftes. Und bei Katjana ist das so, dieses Infinity, du kannst ja nicht eine Stunde lang Infinity auf der Tanzfläche machen zu jedem Song. Bei mir aber ist es so. Du siehst ja nicht, dass es Infinity naja, ist. Naja, man sieht ja. Du siehst ja diesen Infinity. Du siehst ja nicht. Das genau. ist eher nur dieses Hüfte-Ding. Und bei mir ist es so, dass du das obwohl aber die meisten Menschen haben keine Hüfte. Kurz Ende, ich bin gleich fertig. Das halt, ob diese Schritte, die ich mache, die kann man sehr gut auf jedes Tempo anpassen. Und zwar relativ von alleine. Je nachdem, wie schnell man sozusagen die Füße bewegt oder langsam zum Rhythmus. Und dann ist das halt sehr subtil. Es ist nicht so auffällig, weil man einen Move hat, ja, den man die ganze Zeit wiedererkennt und denkt, der macht doch die ganze Zeit dasselbe. Nils, was du machst, ist der Standardtanz. Ja, und warum ist es der Standardtanz? Das ist einfach gar nichts. Da kannst du auch gar nichts machen. Und ich finde, es ist eben kein Signature-Move. Das hier ist total der Signature-Move. Die Leute auch denken irgendwie, will man da irgendwas wegwedeln oder was? Das ist Infinity, genau. So, wohingegen die Schulter... Nein, die Schulter kann einfach... Jeder Tanz involviert die Schultern in gewisser Weise. Das kannst du locker machen. Und irgendwie, ich rede jetzt nicht von denen hier, dass da irgendwie die Hummeln unter deinem T-Shirt hast. Einfach auch mal locker. Und du kannst dir eben variieren. Das ist eben kein Signature-Move, was dabei ist. Ach, Leute, ich sag's euch. Geht mal irgendwie in 2,5 Jahren, wenn ihr da wieder auf einem Dancefloor steht, dann könnt ihr mal gucken, was die Schultern da machen. Da wird einiges an Umsatz gemacht mit Schultern. Ja, also ich glaube, dein Tanz... Sagt der Tempi und denkt, es sei ein gutes Argument. Ich glaube, auch für Leute, die schon ein bisschen älter sind und auch mal gerne auf eine Ü40-Party gehen, spätestens da setzt der Körper einem auch Grenzen, wenn du dann quasi jeden zweiten auf der Tanzfläche notfallärztlich behandeln musst, weil eben die Schultereckgelenk rausgesprengt ist. Jetzt wird's ein bisschen übertrieben. Ist eine Unterhaltungssendung, ja, aber jetzt wird's albern. Ne? Aber wir haben ja auch performt. Also vielleicht kann man die Leute jetzt auch fragen, wie sie das sehen, wenn wir Leute haben, die vielleicht auch nicht so gut tanzen können oder so. Welchen Tanz würden sie am ehesten würden sie sich am wohlsten fühlen, wo würden sie am ehesten sagen, so, okay, pass auf, ich kann nicht gut tanzen, aber diesen Tanz nehme ich an, den probiere ich mal auf der Tanzfläche. Nee. Nicht, wo würden sie sich am wohlsten fühlen, sondern was sie gut machen können, wo sie gut über den Abend kommen. Ja? Jeder kann links, rechts, das kann ja jeden, natürlich kommst du natürlich, aber du fühlst dich auch dumm, wenn du immer den hast, du hast keine Variation, denkst dir, was mache ich hier eigentlich? Das funktioniert nicht, du musst schon gut durchkommen und tanzen muss ja auch immer so ein bisschen aus der Comfortzone rauskommen, aber mit einer Hilfe. Da muss ich massiv widersprechen. Entschuldigung, dass ich da noch was zu sagen muss. Finde ich scheiße von dir, dass du jetzt einfach sagst, ja, welcher Tanz ist der leichteste? So. Weil natürlich ist deiner Tanz der leichteste, weil du einfach links und rechts gehst. Aber das ist die Frage. Darf ich da noch ganz kurz was zu sagen? Weil ich finde, du hast nämlich exakt das Gegenteil dessen gesagt, was man eigentlich erreichen muss, nämlich du hast gesprochen, du hast gesagt, man darf sich beim Tanzen nicht wohlfühlen. Es geht darum, aus der Komfortzone rauszugehen. Und das ist exakt das Gegenteil. Lass mich kurz sagen. Das ist häufig, haben wir uns missverstanden. Dann reichte die Hand zum Verständnis. Ja, aber du hast gerade gesagt, könntest du ja zurückspulen. Du hast gesagt, es geht nicht darum, sich wohlzufühlen, hast du gesagt. Und du hast gesagt, es geht darum, auch mal aus der Komfortzone rauszukommen. Ja. Und meine Meinung ist, es geht genau darum, in die Komfortzone reinzukommen. Weil, wenn du
quasi dich nicht wohlfühlst zu tanzen, weil du glaubst, du kannst nicht tanzen, du siehst anderen Leuten zu und denkst, ich traue mich nicht auf die Tanzfläche, dann brauchst du etwas, was dir Sicherheit gibt, womit du dich wohlfühlst und was ja deine Komfortzone herstellt. Aber und wenn, pass auf, ein Satz noch. Und wenn du dann auf der Tanzfläche für dich eine Komfortzone hast, mit der du dich wohlfühlst, ab dann kannst du auch wieder eigene Sachen ausprobieren, etwas hinzuzufügen und gucken, ob es für dich funktioniert. Aber das Wichtigste ist, du musst dich wohlfühlen. Genau. Nein, was ich sagen will, ist, die Leute, die hier angesprochen werden, die überhaupt nicht tanzen, die ungern auf den Dancefloor gehen, die fühlen sich eben nicht in der Comfortzone, wenn sie tanzen, auf dem Dancefloor. Darum geht's ja, dass du außerhalb deiner Comfortzone einen Anker hast, an dem du dich festhalten kannst. Und mit deinem Tanz links, rechts, da fühlst du dich nach einer Minute dumm, weil du einfach immer dasselbe machst. Und es sieht so aus, als würdest du aufs Klo müssen und du weißt nicht wohin. Wohingegen bei mir kannst du variieren, links, rechts, du kannst mit Leuten interagieren. Nein. Bei links, rechts, kann du kannst anpassen, auch? Du kannst, kann oh, die Musik auch? Ist gerade langsam, locker langsam. Oder ist gerade Energie, dann kannst du ein bisschen energetischer sein. Das meinte ich mit Comfort Zone. Aber die Weisesten natürlich unter uns sind immer die Zuschauer, die jetzt zum Stimmrecht gebeten werden. Und zwar mit folgenden Auswahlkriterien. Ausrufezeichen A, M, F. Leerzeichen Schulter, Infinity oder Balz. Der Balz tanzt. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was es hier sein wird. Ja. Wow, das war unangenehm. Aber wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Ja, Mann. Wir haben es geschafft. Ey, ich würde gerne mal mit euch tanzen gehen. Aber jeder bleibt bei seinem Stil. Und dann, ich würde das gerne mal mit euch machen. Katjana tanzt ja sehr gerne. Du tanzt auch manchmal so einfach auf der Straße oder so. Wenn du irgendwo hingehst, dann tanzt du auch manchmal an der Ampel und so, ne? Ja. Das war früher mal mein Hobby, als ich noch weniger Freunde hatte. Dann bin ich immer mit der durch die Straßen gelaufen und habe Musik gehört und habe getanzt. Ja. Schön. Father was pretty crazy, aber ja. Aber so bist du ja auch, so ein bisschen verrückt. Bisschen. Ja. Das ist ja auch eine Sache, die kann man gut in die Twitter-Bio schreiben. Aber wenn es nicht sein muss, geht nicht feiern, Leute. Bitte? Wenn es nicht sein muss, geht nicht feiern. Wir können auch zu Hause tanzen. Ja, man kann auch zu Hause tanzen. Ich glaube tatsächlich, eine Marktlücke wäre, Häuser zu bauen mit Ein-Mann-Tanzflächen. Mhm. So ein Telefonzellen oder was? Ja, so eine Art, dass du eine Wohnung hast mit einem Raum, der wie ein Tanzbereich. Oder du hast einen Dancefloor, wo sich der Boden ganz schnell bewegt, wo alle Leute ohnehin schon wackeln, wo gar nicht auffällt, ob du tanzen kannst oder nicht, weil du einfach nur versuchst, stehen zu bleiben. Aber das im Rhythmus. Wenn im Rhythmus der Musik der Dancefloor hin und her wackelt und alle nur so. Oh, Vorsicht! Stehen hier die ganze Zeit. Was eigentlich relativ cool aussehen kann, wenn es im Rhythmus ist. Ja. Einfach nur versuchen, stehen zu bleiben. Und dann fällt gar nicht auf, ob man tanzen kann oder nicht, weil ihr einfach nur alles wackelt und man ohnehin ins Gespräch kommt, weil man irgendwie versucht, stehen zu bleiben. Ja, finde ich auch nicht. Es gibt die Show auf Quibi. Sie heißt Floored. Und es gibt Tanzwettbewerbe und die Fläche, wo sie tanzen, kippt immer so. Oh. Und sie müssen halt so, und wenn sie alle drei abfallen, dann haben sie verloren. Wow. Die und dann denken werden sich sie beurteilt. Oh. Krass. Okay, Floors heißt die, ja. Floored. Ja. Die denken sich auch irgendwann, wenn ein Erdbeben ist, so, okay, jetzt ist unsere Chance. Jetzt können wir tanzen. Jetzt haben wir trainiert. Alle raus. Alles dabei. Ich bin sehr gespannt, wie unsere Zuschauer, die natürlich alle fantastische Tänzer sind, deswegen diesen Rat nicht brauchen, sich entschieden haben, es ist der Balztanz mit 52%. Ja, aber ach, war nicht überrascht. Also ich helfe gern Leuten, also auch das aus meiner Zeit als jemand, der gerne so in Clubs unterwegs ist und da auch auf die Tanzfläche abwedelt da oben da. Ich helfe gern Leuten, weil ich kam auch mal daher. Ich war auch mal jung und verunsichert und wusste nicht, meinen Körper einzusetzen. Und deswegen. Und das hat sich jetzt verändert? Eigentlich nix. Damit steht es 1:1:1. Es ist sehr, sehr ausgeglichen und damit natürlich extrem spannend, wenn wir jetzt alle im Gleichstand in Runde Nummer 4 gehen. Runde Nummer 4 natürlich wie immer unser Pitch. Das heißt, wir bekommen 2 Punkte dafür, einen besonders guten Pitch geliefert zu haben. Pitch, kurz und knackig etwas darstellen, was der Welt noch fehlt. Und was fehlt der Welt momentan vor allem? Ein gutes Format auf Rocket Beans TV. Leute, wir brauchen Hilfe, verdammt nochmal. Und deswegen stellen wir in Frage Nummer 4 die Frage: Pitche ein neues Format für Rocket Beans TV. Und ich will nicht sagen, dass das Format, für das ihr euch am Ende entscheidet, tatsächlich umgesetzt wird, denn das kann nur Nils entscheiden. Fang ich an? Ja. Oh, okay, pass auf. Ich habe mir ein gutes Format ausgedacht, auf das ich auch mega Bock habe. Es hat noch nicht wirklich einen Namen, aber ich beschreibe euch das Format. Es ist quasi ein Outdoor Pen and Paper. Und es funktioniert so: es gibt eine Gruppe von Spielern, so zwischen 4 bis 6, sagen wir mal 6. Florentin ist dabei, Katjana ist dabei, Eddie, Simon, Budi. So, ihr seid dabei. So,
Und die werden ausgesetzt sozusagen auf einem irgendwo in der Landschaft. Natürlich ist es nicht irgendwo auf der Landschaft, sondern es ist etwas, was wir vorher präpariert haben. Zum Beispiel, es gibt ja so Roleplay-Conventions, wo auf so einem Gelände Roleplays stattfinden. Und auf so einem Gelände werden die ausgesetzt. Vorher überlegen die sich, was für eine Klasse sie spielen, ob sie jetzt Schwertkämpfer sind, Magier oder so weiter. Das Ganze wird natürlich mit der Kamera begleitet. Wir haben ja so coole Kamerarucksäcke, wo man live streamen kann. Haben ja? wir die wirklich? Haben wir, ja, wirklich. Also kein Scheiß. Es geht ja auch darum, dass es ein umsetzbares Format ist. Das heißt, die werden natürlich dann die ganze Zeit auf ihrer Reise begleitet. So, und dann müssen die quasi an einen ganz bestimmten Punkt kommen, sozusagen. Die müssen einen Punkt erreichen. Und der Weg dorthin ist natürlich relativ linear und der ist gespickt mit Hinweisen, mit Challenges, mit Kämpfen, die bestehen müssen. Und sie müssen zum Beispiel auch, dann gibt's so Lagerplätze, da müssen sie sich selber Fleisch braten über Lagerfeuer oder vielleicht auch mal einen Fisch ausnehmen oder so weiter. Und es gibt immer wieder Charaktere, die denen sozusagen begegnen und mit denen müssen sie interagieren. Und je nachdem, wie sie mit denen interagieren und was sie dann rausbekommen aus diesen Interaktionen, wird die Reise anders verlaufen. Und einer dieser Teilnehmer ist ein Verräter. Niemand weiß, wer der Verräter ist. Es gibt aber immer mal wieder Hinweise darauf, wer dieser Verräter sein könnte. Und das Ziel des Verräters ist es, dafür zu sorgen, dass die Gruppe das Ziel nicht erreicht, sondern alle irgendwie vorher sterben oder sich zerstreiten oder sterben? Ja, also rollenspieltechnisch sterben. So, pass auf. Und der Clou ist, wir waren mal auf einer Zombie-Convention. Da haben wir mal gedreht, Gunnar hat da gedreht, und da gab es Leute, die spielen so Zombies und machen so richtig Zombies. Und es gibt so ein Lagerplatz, ich stelle mir vor, so eine alte Kulisse, eine alte Fabrik oder so weiter, wo die vielleicht Rast machen oder pennen. Und dann kommt, ohne dass die es wissen, aus dem Nix, kommt diese LARP-Gruppe, also diese Zombie-Gruppe, und überfällt die sozusagen. Und die müssen dann abhauen und so weiter. Und wenn's, also dass die auch ein reales Gefühl von Bedrohung und Überraschung bekommen. Und die Kämpfe finden tatsächlich so statt, dass die auch Charakterwerte haben. Die müssen jetzt nicht wirklich kämpfen oder so. Aber wenn die zum Beispiel einen Pfeil und Bogen haben, müssen die noch mitschleppen. Und dann werden die Kämpfe aber auch wirklich ausgewürfelt. Also dann steht da so ein Typ und dann muss der, werden diese Kämpfe ausgewürfelt und auch ausgeactet. Das sind dann halt quasi auch so LARP-Teilnehmer, die wir dann dafür engagieren. Und wir begleiten das Ganze halt mit unseren Kameras. Ich glaube, das wäre mega geil. Okay, ein neues Format gepitcht von Nils. Ich bin sehr gespannt, was Katja sich überlegt hat. Ich auch. So, da ich ja des Öfteren schon mehrere Pitches an Rocket Beans gemacht habe, die alle nichts geworden sind, hatte ich natürlich ein bisschen Schwierigkeiten bei dieser Sache. Aber ich habe mich inspirieren lassen von einem Sketch von Comedies College Humor, der hieß Oh No, Why Is This Trending? Und ich dachte mir, Quizzes kommen bei euch sehr gut an. Es ist etwas, was man sehr leicht umsetzen kann. Also ich finde die Idee von Nils sehr cool, aber mit der Durchsetzung ist immer so ein bisschen schwierig. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und da habe ich mir gedacht, das ist ein Quiz mit einem Showhost mit 2 bis 3 Kandidaten. Und die ganzen Fragen werden sich um das Milieu Twitter und Social Media drum herum gehen. Also die Show hieß Hashtag Trending. Und es wären so Fragen wie, warum trendet gerade Trump? Wow. Entschuldigung. Ich habe die Fragen noch nicht vorbereitet gehabt. Aber, oder warum ist dieser Hashtag? Also wie gesagt, ihr kriegt ein Bild davon. Also es dreht sich alles um halt sozialen Medien. Und dann gibt es verschiedene Rubriken. Und ja, zum Beispiel auch wie viele Likes. Es ist ein bisschen auch wie dieses Format, was du machst, Florentin, mit diesem, Creep wo man raten muss. Was? Verflixte Klicks. Yes, danke. Sowas wie, wie viele Likes hat dieser Tweet erhalten? Solche Elemente wären das. Es ist sehr simpel, es ist nicht um die Ecke gedacht, es ist wirklich straightforward. Und ja, das wäre mein Pitch, weil, wie gesagt, ich weiß, wie das Rocket Beans liebt. Okay.
Auf der Suche nach einem neuen Top-Format auf Rocket Beans TV kommt man natürlich nicht umhin, sich ein bisschen mal anzuschauen, was hat denn in der Vergangenheit auf dem Sender sehr gut funktioniert. Und da ist natürlich ein Format als absolutes Überfliegerformat klar. Wir alle, glaube ich, können uns darauf einigen. Das beste Format, das hier lief, war Rage of Empires natürlich. Und da gab es ein Element, was extrem gut angekommen ist, wo sich alle drüber gefreut haben, wo heute noch Leute drüber reden, wo ich immer wieder Gags und Fetzen hier und da höre. Und zwar wurden in Rage of Empires einige sehr, 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 sehr gute Referate gehalten. Und ich habe letztes Mal darüber nachgedacht, wie geil eigentlich Referate sind. Das heißt, was Rocket Beans TV eigentlich braucht, ist eine Referateshow. Weil ein Referat halten ist eigentlich ganz geil. Man kann sich ein bisschen jetzt überlegen, wie kann man irgendwie ein Thema, das vielleicht ein bisschen trocken ist, ein bisschen aufpeppen. Ein cooler Anfang irgendwie, vielleicht ein guter Aufhänger. Und für die Zuschauer ist es auch interessant, weil man kann wirklich mal was lernen dabei. Und ich glaube, es ist cool, wenn man das vor allem eher wie so ein TED-Talk sich überlegt. Und das Interessante an dem Punkt ist nämlich noch, das Thema, über das man redet, darf man sich nicht selber auswählen, sondern es wird einem zufällig zugewiesen über den zufälligen Artikel auf Wikipedia. Das heißt, man hält kein Referat über Genghis Khan oder Julius Caesar oder den Weltmeistersieg der deutschen Bobmeisterschaft 1972 oder irgendwelche bahnbrechenden Ereignisse, sondern man hält Referate über komplett irrelevanten Bullshit, den niemanden interessiert. Aber deine Aufgabe als Kandidat ist es, da sehe ich natürlich dich, Nils, da sehe ich natürlich dich, Katjana, da sehe ich natürlich viele weitere von Rocket Beans TV, ist es, dieses Thema wirklich interessant und griffig zu machen. Und man muss wirklich gucken, wie kriegt man es hin, dieses Thema interessant zu machen. Wir gucken mal ganz kurz mal auf Wikipedia zum Beispiel. Hier haben wir mal, du musst ein Referat halten über Sozialwissenschaften und Berufspraxis, eine deutsche Fachzeitschrift aus dem Jahre 1979. Halt da mal ein packendes 10-minütiges Referat drüber. Oder wir gucken mal weiter. Die World Ports Classic, niederländisch-belgisches Radrennen. Halt da mal ein geiles Referat drüber. Und zu jedem dieser Themen zu Schloss Ortenburg. Ist bestimmt ein interessanter Ort, von dem die Zuschauer noch nie was gehört haben. Vielleicht zu Unrecht. Und deine Aufgabe ist es, ein geiles Referat drüber zu halten. Pro Sendung hören wir 10 Minuten Referate, also kurz und knackig, gut wegbingebar. Und am Ende entscheidet die Community, wer von den drei das beste Referat gehalten hat und wer aus seinem vielleicht sehr trockenen Basismaterial das beste Referat gehalten hat. Das ist die große Referateshow für euch, von uns, Rocket Beans TV. Gefällt mir sehr gut. Finde ich, das ist eine schöne Show. Habe ich nicht so viel dran zu meckern. Danke. Willst du bei der ersten Sendung dabei sein? Ja, hatte ich schon Lust zu. Ja, es macht Spaß, ne? Weil du musst dir überlegen, wie kann ich das irgendwie interessant bauen, irgendwie ein bisschen trocken, wie kann ich das interessant machen, was sind das für wirklich menschliche Konflikte, die in dem Thema mitschwingen? Genau, also ich, mir gefällt Leider die... kann ich... Ja, ich wollte nur sagen... Kann ich nur kurz was dazu sagen? Ja, okay, aber ja, jedenfalls... Nein, mir gefällt die Idee wirklich echt gut. Zu Katjanas Idee, du hast... Das begonnen mit quasi, dass die Idee schon existiert und die irgendjemand anders macht und du sie im Prinzip einfach nur auf Rocket Beans machen möchtest. So hast Sketch, du dein Pitch begonnen, das fand ich ein bisschen schwierig. Das hat mich dann nicht, hat mich nicht so ganz abgeholt. Ich nochmal zurückzufallen. Also, ich finde es eine gute Idee. Die Frage ist, man muss sich dann entscheiden. Also, machen wir deine Idee oder meine Idee? Und ich finde, das, was Rocket Beans stark macht, sind neben natürlich coolen Formaten, aber auch so geile Events, ja, die niemand machen kann. Und ich glaube, dass dieses Rollenspielabenteuer, was wir da machen, kombiniert zum einen Pen und Paper, eine Sache, die sehr beliebt ist, die wir alle lieben, die wir alle gerne machen, aber wir heben das auf so ein neues Level, wie mit so einer Eventshow, wo wir rausgehen, was wir begleiten, wo Sachen passieren können, die man noch nie irgendwo gesehen hat, wo man mitfiebert, wo man live dabei ist, wo die Zuschauer interaktiv quasi auch an dem Format teilnehmen können, indem sie zum Beispiel bestimmen, was als nächstes irgendwie passiert, was der Gruppe passieren soll. Und ich glaube, dass das ein Event ist, was mega gut ist. Das Problem ist, du kannst ja gucken, warum funktioniert Pen and Paper so gut? Weil weil 5 Leute zusammensitzen an einem Tisch, interagieren, miteinander reden, interessante Szenen schaffen. Bei dem Lab, wo jeder irgendwie seine einzelne Kamera hat, man auseinander ist, man nicht gut miteinander reden kann, wo der Zuschauer komplett den Überblick verliert, wer ist gerade im Wald, wer ist da, was passiert gerade, wer ist gerade bei der Geschichte, der eine findet das Skelett, der andere nicht. Man weiß nicht, wo man ist, es ist absolut nicht umsetzbar. Ich habe mir von der Regie sagen lassen, wir haben einen von diesen Kamerarucksäcken, nicht mehrere, wie du gesagt hast. Das heißt, absolut nicht umsetzbar. Du bräuchtest Kameraleute, die irgendwie Leute filmen, die in der Gegend rumlaufen, die keine Ahnung von dem Plot haben. Ich weiß nicht, ob du schon mal auf einem Lab warst, wie gut organisiert sowas funktionieren kann. Das zum Zuschauen ist absolut grauenhaft. Du kannst deinen Charakter gar nicht
gut darstellen, weil du nicht weißt, wann werde ich gefilmt, wann ist die Kamera auf mir, wo bin ich gerade, muss ich die ganze Zeit irgendwie One-Liner reden. Pen & Paper lebt von coolen One-Linern, die du raushaust und da, zack, und man weiß einfach, es funktioniert. Bei Lab ist alles zerstreut, viel zu groß, das kriegst du nicht hin, das funktioniert. Gut, muss ich natürlich direkt darauf antworten, weil natürlich ist es okay, dass du da Bedenken hast, aber ich muss selbstverständlich auch dann näher erläutern, wie ich mir das Ganze vorstelle. Selbstverständlich bleibt die Gruppe zusammen. Es gibt vielleicht mal einzelne Situationen, wo ein oder zwei Mitglieder vielleicht eine Aufgabe erledigen müssen. Die wird dann natürlich begleitet mit der Kamera. Diese Kameradinger, die wir haben, die haben wir tatsächlich, ich glaube, wir haben zwei derzeit. Das sind natürlich so Rucksäcke, wo du live streamen kannst in Echtzeit, was sehr gut ist. Wir haben die in L.A. Immer benutzt. Und es ist gar kein Problem, davon mehrere zu besorgen. Entweder man leiht sich die oder man kauft die noch, wenn wir so ein Format versponsoren. Das ist natürlich wichtig, dass man Sponsoren drauf hat, weil es natürlich ein bisschen teurer ist. Dann könnte man ohne Probleme 3, 4 von diesen Dingern haben, womit alles man die Gruppe bei der begleitet. Show. Brauchst du Bleistift, Blatt Papier. Ich sag ja, darum geht's ja nicht. Das ist ja auch eine super Show. Ich finde die auch echt gut. Danke. Aber jetzt geht's ja eben darum, ob diese Show, die ich gepitcht habe, umsetzbar ist. Und das ist ja auch das einzige oder eines deiner großen Kritikpunkte. Und zu denen nehme ich jetzt Stellung. Es ist auf jeden Fall umsetzbar. Und es ist halt eben nicht nur Pen und Paper. Es soll ja exakt was Neues sein, nur es hat Pen und Paper Elemente. Ja, es hat alles, was gut ist an Pen und Paper nicht. Und Katjana, bei dir, glaube ich, ich finde die Idee grundsätzlich ganz cool. Ich finde die Idee grundsätzlich ganz cool. Ich bin großer Fan von College Humor. Ich glaube nur, dass gerade bei Rocket Beans dieses Hardcore-Social-Media-Twitter-Bubblige einfach nicht so gut ankommt. Es ist, glaube ich, gerade so dann Trump-Themen diskutieren oder welche Demo ist jetzt oder welche weirde Gruppe hat jetzt wieder die Aufmerksamkeit. Ich glaube, Leute schauen Rocket Beans TV, um auch mal irgendwie rauszukommen aus diesem ganzen Social Media hin und her und einfach sich zu überlegen, was ist gerade, einfach so einen gewissen Eskapismus zu suchen. Und wie Nils schon gesagt hat, ja, das Format gibt schon, das gibt es auch als Reihe. Von daher würde ich sagen, coole Idee, aber kann man sich einfach angucken, auch bei College Humor, die sind da auch einfach, glaube ich, die besseren Ansprechpartner, weil was weiß Nils Bohmhoff, was wissen wir über Twitter, was können wir da diskutieren, wir stehen da drüber, aber über diesem Social Media Gebäsche, so, das ist doch. Das ist nicht so. Aber Katjana, okay. Das tut mir leid, also, dass du jetzt hier so ein bisschen untergebuttert wurdest. Ja, also das Ding ist, Florentin, ich finde deine Idee super. So gut, weil ich sie selbst schon mal gemacht habe. Und ich kann dir einfach ganz, ganz, ganz ehrlich sagen, es funktioniert leider nicht. Wo hast du die schon gemacht? Es funktioniert einfach nur für einen Podcast, sage ich ganz ehrlich, wie es ist, bei Referate. Und wir sollten Referate vorbereiten und das hat einfach nicht funktioniert, weil das Witzige, dass man denkt so, ah, es sind so absurde Themen, weiß nicht, mach mal Referat über Tische oder sowas, aber es bleibt trocken. Und das lustige Element ist, wenn die Leute sich verhauen und verhaspeln und so, und dann ist es so ein Schulelement und dann ist es so, dass man sich über sich gegenseitig lustig macht, was vielleicht ganz gut funktionieren kann, aber ich glaube, dass Grundsätzliche bei Referaten 10 Minuten und jetzt auch nochmal, es gibt dieses Format auch schon von Sarah Kuttner und die macht es aber so, dass die Gäste einlädt, die wirklich wahrhaftige Referate machen, die sie gerne, also das sind Themen, ja, aber die das ist ja was anderes. Und ich meine, natürlich ja, funktioniert glaube, sowas als so Podcast. Natürlich funktioniert das als Podcast nicht. Das Format lebt davon, dass auch alle Kandidaten zusammen, dass auch alle Kandidaten in einem Raum sind und man auch wirklich was überlegen kann. Der Nils bringt dann irgendwie ein Skelett mit und zeigt daran was und der andere bringt irgendwie einen Tennisschläger mit und man versucht wirklich irgendwie mit Kraft aus diesem trockenen Thema was rauszubringen. Und ich gebe dir recht, sowas wie Referat über Tische, das funktioniert nicht. Das ist zu allgemein so. Aber wenn du wirklich über einen bestimmten Tisch, den einen bestimmten Tisch, ein Referat halten muss, dann wird's interessant. Weil warum hat dieser Tisch einen Wikipedia-Eintrag? Was ist daran interessant und wie kann man es schaffen, das, was diesen Tisch ausmacht, darzustellen in 10 Minuten? Ich glaube, das ist richtig interessant und es ist eine Challenge. Du musst nicht irgendwie, oh, jetzt machen wir ein Referat, sondern du willst auch fucking gewinnen. Ja, du willst gewinnen und wir sind sehr kompetitiv hier bei Rocket Beans TV. Ich glaube, das hat man gemerkt die letzte Stunde. Und ich glaube, deswegen gibst du dir einfach Mühe und sagst, verdammt nochmal, ich will ein geiles Referat halten. Ja, ich sehe so ein bisschen die, also was, wo ich ein bisschen, oh, Entschuldigung. Ganz kurz, ja, ich weiß, es ist verzögert. Bei Wikipedia, wenn du aber tatsächlich einmal durchliest, ist es meistens immer nur Zahlen. Also bist du verhängnisvoll einfach nur die ganze Zeit am Zahlen machen und dann kannst du dich als Nummer 18 verkleiden. Naja, da wird's um natürlich spannend zu machen, aber das ja? bringt dir nichts, weil das Endeffekt ist es einfach, die Leute hören dann lieber Leute beim zu. Ja, aber Katjana, wir haben eine Top-Redaktion. Wir haben eine Top-Redaktion, die natürlich solche Themen vielleicht rausfiltern könnte. Ist doch klar. Ich würde gerne mal ganz was dazu sagen. Ich zu meinem sagen, das ist nicht kopiert. Das wollte ich nur sagen. Das ist nicht eine Kopie, weil, wie gesagt, das Grundsystem, was Florentin hat, gibt es auch schon. Bei mir ist es keine Kopie, sondern es ist eine Inspiration, weil die einen Sketch draus gemacht haben. Es wird was komplett anderes, als wenn wir eine Show draus machen oder ein Quiz.
Und genau, das wollte ich noch dazu sagen. Okay, ich wollte noch gerne was zu Florian zwar mal sagen. Ich finde die Grundidee eigentlich schön. Womit ich Probleme habe, ist zum einen, also ich finde 10 Minuten ultra lang, weil bist du schon wieder ein Format. Details. Ne? Also es ist, ich finde es sehr lang. Und das Ding ist, zum einen brauchst du viel Vorbereitungszeit, und das ist eine Sache bei Rocket Beans TV, die nicht zu unseren Stärken zählt, dass du Leute dazu bringst, dass die sich wirklich Zeit nehmen und ein Referat ausarbeiten, gerade zu Themen, die sie überhaupt nicht interessieren. Das stimmt nicht. Jana hat heute sich Zeit genommen, unserer Redakteurin Johanna zu sagen, dass sie Brezeln besorgen soll. Genau, aber es ist ein Unterschied. Das ist Commitment und das erwarte ich auch in der Referateshow. Das Problem, was ich glaube bei dem Format, und das ist eine realistische Einschätzung, weil ich kenne alle Leute, die hier arbeiten, das wird vielleicht beim ersten Mal beim Pilot oder so, dann freut sich jeder, dass er dabei sein darf und will auch gewinnen und macht sich viel Arbeit. Und je häufiger das Format läuft, das wird sich sehr schnell abnutzen, weil die Leute diese Zeit, die sie da reinsetzen müssen, um irgendwie irgendein Schlossgemälde von Dürer, das ist ja noch was Interessantes, whatever, irgendeinen belanglosen Scheiß, darüber ein Referat zu leiten, die Energie, die Lust, sich darauf wirklich so vorzubereiten, dass das sinnvoll ist, wird rapide abnehmen mit der Anzahl der Formate, sodass das Problem dieses Formats ist, dass es immer schlechter wird. Das wird beim ersten Mal richtig gut sein und dann wird es mit jeder Folge schlechter werden, weil die Leute keine Lust mehr haben, diese Zeit zu investieren und noch über irgendeine bescheuerte Sache ein Referat zu halten. Und deswegen wird das auf Dauer für mich, glaube ich, echt nicht funktionieren. Ich glaube, der Ehrgeiz steigt. Wenn du dann wirklich so einen Champion-Gürtel, vielleicht der gewinnt, kriegt beim nächsten Mal irgendwie so eine Schärpe oder so und ist der Titelverteidiger und dann wird immer angezeigt, so oft hat er schon gewonnen oder so. Ich glaube, da kommt richtig Ehrgeiz rein. Dann kannst du irgendwie dann auch gut Gäste machen. Du kannst dann irgendwie, keine Ahnung, Politiker, Leute, Musiker, ganz verschiedene Leute damit bringen, die vielleicht nochmal einen ganz anderen Flair mit reinbringen, weil jeder irgendwie mal ein Referat in der Schule gehalten hat. Ich glaube, da ist richtig viel Potenzial dabei. Katjana, du hast das letzte Wort. Nein, das Wort, was ich sagen wollte, ist nur, man könnte ja auch irgendwie, also wenn wir an der Idee vom Referaten dranbleiben, weil ich es ja wirklich nach wie vor eine sehr gute Idee finde, ist, wenn man sagt, okay, ein paar davon können auch schlecht vorbereitet sein und vielleicht könnte man ja auch sowas machen, so, okay, ich habe nicht vorbereitet und jetzt I'm winging it und dann erzählt man halt Bullshit, kann man ja auch machen. Absolut, fantastisch. Ich kann halt einfach nur lügen und sagen, wie bescheuert dieser Tisch eigentlich, woher der Tisch kommt. So, ihr habt jetzt die Möglichkeit, vielleicht über die Zukunft von Rocket Beans TV abzustimmen. Ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen, wie es sonst bei so Redaktionssitzungen aussieht. Und jetzt könnt ihr die Entscheidung treffen. Und ihr könnt euch auswählen unter Ausrufezeichen AMF Leerzeichen Referate, Twitter oder PNP für Nils Idee, Katjanas Idee oder meine Idee. Ich bin sehr, sehr gespannt, was es wird. Ich wäre aber auf jeden Fall bereit, bei allen Formaten teilzunehmen, außer LARP. Da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Es ist da muss man keine LARP, ne? Das soll ich mal sagen. Ja, aber also, Live Pen and Paper ist nochmal LARP. Ich muss jetzt auch mein Format nicht in der Abmoderation noch dissen, das finde ich jetzt aber auch nicht Blitz, so nett. Die haben ihre Sachen schon eingetippt. Ich glaube, ich habe diese Referate-Sache auch mal Andreas erzählt. Ja, irgendwie kommt bei Andreas keine Idee durch. Ich habe die auch schon Andreas gepitcht, aber da kommt gar nichts durch. Der blockt alles ab. Der macht das alles für sich selber, dann irgendwie auf Tele 5 oder so. Ja. Der schreibt die alle auf und der bewirbt sich ja ständig. Hier mit Rach macht er dann irgendwie geile Referatesendungen und wir bleiben auf dem Trockenen. Ja. Ja, das ist Andreas Karriere-High. Der beißt alles weg und so. Das ist, mit dem muss man ein bisschen aufpassen. Gnadenlos. Aber ich finde das dann auch cool, dass man dann vielleicht so einen Overhead-Projektor hat oder sowas. Ja, so ein richtig schönes Oldschool-Referat mit so einem Laserpointer. Wer hat nicht gern Laserpointer in der Hand? Jeder. Nils. Ey, ich liebe Laserpointer. Das ist ein richtig spannendes Gerät. Ich hab so eine richtige Sammlung davon. Wenn ich die bündel, könnte ich Satelliten aus dem All schießen. Was ist ein gebündelter Laser? Weil Laser ist ja schon gebündeltes Licht. Ja, aber wenn du ganz viele, das ist ja das Problem, was niemand weiß. Es gibt ja manchmal so Sachen, du kannst ja auch mit wenigen, was ich nimm's irgendwie Backpulver und ein, zwei andere Ingredienzien, die du in Baumärkten bekommst, und kannst irgendeine Bombe bauen. Und so ist es mit Lasern auch. Wenn du, ich schätze mal so 500 Laserpointer so mit Panzerband aneinander klebst, machst sie alle gleichzeitig an, aber im Idealfall schrägst du die leicht an, dass die sich an einem Punkt bündeln, logischerweise, und nicht alle nebeneinander sind. Ja. Und wenn du das machst, von, ich schätze, 500 Laserpointern, kannst du komplett Autos wegfetzen, Alter. Du kannst richtig, richtig Löcher reinbohren. Ich habe mal eine ähnliche Erfahrung gemacht, und zwar war ich irgendwann mal zu faul, vor langer, langer Zeit, war ich zu faul, Milch zu kaufen. Mhm. Deswegen habe ich mir Milchpulver bestellt, dass ich einfach immer Wasser nehmen kann, Milchpulver rein. Eines Nachts sagte ich mir, was passiert, wenn man Milchpulver in Milch tut?
Und ey, da ist wirklich, da hat sich wirklich die Struktur des Universums aufgelöst. Das war wirklich, das ist einfach nicht geplant. Das ist im Code nicht vorgesehen. Nicht vorgesehen, ja. Und das würde ich wirklich keinem empfehlen. Da wirklich, da gerät man an die Grenzen der Realität. Ich bin sehr gespannt, wie unsere Community abgestimmt hat, was vielleicht als nächstes Format auf Rocket Beans TV den Grimme-Preis abholen wird. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie ihr entschieden habt. Hier ist die Entscheidung! Es sind die Referate mit 52%! Yes! Herzlichen Glückwunsch. Die Leute lieben Referate. Es ist eine fantastische Idee. Vielen, vielen Dank. Damit 2 Punkte an mich. Damit habe ich gewonnen. Ich. Ja, das war großartig. Ich mache das Format tatsächlich. Also musst du aber auch umsetzen. Also die Leute werden natürlich jetzt niemals die Twitter-Show sehen und auch nicht das geile Pen & Paper Rollenspiel. Die sind jetzt raus. Sind dieselbe, also brauchen die Leute sich nicht beschweren. Aber das Format müssen wir jetzt umsetzen. Das haben wir vorher nicht gesagt, weil das sollte die Leute nicht beeinflussen. Aber das Gewinnerformat müssen wir umsetzen. Okay, ich bin sehr gespannt darauf. Ich würde euch natürlich sehr, sehr gerne in der ersten Folge begrüßen, denn es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, heute mit euch diese Sendung zu bestreiten. Vielen, vielen Dank nach Berlin an Katjana. Danke, dass du da warst. Danke, fantastisch. Danke, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank an Nils. Haut in die Kommentare gerne mal Fragen. Welche Fragen würdet ihr gerne beim nächsten Mal sehen? Bei alles Mögliche falls. Ansonsten bis dahin. Wir verabschieden uns. Ciao, Nils. Haut rein. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Yes. Tanzen. Alles Mögliche falls.